Unter scheiden Sie die Begriffe online und offline bei der Datenverarbeitung. Also was online und offline ist, das wissen wir, aber jetzt ist gefragt hier bei der Datenverarbeitung. Nun, online. Was bedeutet das? Online bei der Datenverarbeitung bedeutet, dass die Terminals, nennen wir das mal so, die Terminals, das ist der Ort der Dateneingabe, Terminals sind verbunden mit der Datenverarbeitungsanlage. Und das ist das Element von online, dieses Verbundensein. Hier ist der Ort der Dateneingabe, das Terminal, und dann werden die Daten sofort, weil hier die Verbindung besteht, zur Datenverarbeitungsanlage geleitet. Das ist online. Offline bedeutet, Daten werden gesammelt, zur Anlage transportiert und dort eingegeben. Ja, das ist Offline-Datenverarbeitung. Die Daten werden zunächst gesammelt, Belege zum Beispiel, Unterlagen, dann zur Anlage transportiert und dort eingegeben. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.